Nur ein kurzer Shoutout an den Sponsor dieses Videos, AOL.com. Wollt ihr schnell an Endgame-Ausrüstung kommen oder euch einfach nur nicht die Seele aus dem Leib farmen, dann ist AOL.com eventuell eine Möglichkeit für euch. Und mit meinem Sponsorcode JODY bekommt ihr nochmal 3% abgezogen bei eurem Kauf. Mehr Informationen findet ihr zudem in der Videobeschreibung. So, hallo. Ja, da sind wir mal wieder mit einem Fragevideo und heute, dieses Fragevideo wird wieder sehr viele triggern, weil man darf den Herrgott natürlich nicht beleidigen, aber umso mehr bin ich motiviert, es doch zu tun. Und zwar ist meine Frage für heute, was findet ihr an Elden Ring so richtig scheiße? Was kotzt euch so richtig an dem Spiel? Das ist ja ganz unterschiedlich, würde mich einfach mal interessieren und das wäre heute die Frage für die Kommentare. Ich schätze, es hat so ziemlich jeder irgendwas, was er so richtig hasst an dem Spiel. Ja, schwieriges Thema. Ich bin gespannt, wie viele das es hier dann jetzt wieder persönlich nehmen, weil das Spiel absolut perfekt und keine Fehler und überhaupt was hat, aber naja gut, hier regnet ja leider nicht bekanntlich vom Himmel und deswegen geben wir einfach mal die Frage hier weiter an die Leute, die sie verstehen und deswegen wird die Frage von heute eben, was hast ihr an Elden Ring? Was ist richtig, richtig mies? Was bringt euch zur Weißglut? Und ich muss sagen, oh, stimmt, da war ja was. Naja gut, und so viel dazu. Ich hab da noch was zu tun und ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so richtig, richtig scheiße an Elden Ring findet. Also, ich freue mich drauf, von euch zu lesen. Dann, bis demnächst. Tschüss.